Weltklasse. Das ist sensationell. Ne? Der ist unglaublich. Ne? Das ist der. Der liegt, oder? Ja, der ist Wahnsinn. Der ist Wahnsinn, war das. Wahnsinn! Das Startfestival an sich gibt einen Eindruck oder hinterlässt auch einen Eindruck, den man für sich behält. Das ist eines dieser Festivals, wo man eine ganz starke Identifizierung hat mit der Sache. Also das ist nicht so, wo war dieses Konzert nochmal, oder man erinnert sich gar nicht an die Umgebung. So, das gibt es auch oft, wenn man sich an den Saal gut erinnert, aber gar nicht mehr. Wo lag der eigentlich so, muss man leider zugeben. Aber hier in Gstaad ist das auf jeden Fall ganz anders. Ja, das ist natürlich geil da, mit den Blumen und allem. Das ist geil, ja. Das ist eine Aufnahme. Einmal wegfetzen über die hey, Blume. Schau dir die Aufnahme hier. So, herrlich. Ja. Ah, die Erde. Woo! Scheiße. Schade. Achtung, vorbeigehen. Ich bin zwar nur sehr kurz wieder dieses Jahr da, das erste Mal jetzt als Heritage Artist, was natürlich mich sehr, sehr freut. Was ja bedeutet, dass ich auch die nächsten Jahre immer wieder kommen darf und schöne Projekte machen darf. Es war leider dieses Jahr auch wieder ein sehr kurzer Aufenthalt, nur für ein Konzert, aber wir haben es mit allem vollgepackt, was nur so geht. Ich hatte die Möglichkeit, so ein bisschen auch durch Gstaad zu laufen. Und auch lokale Personen kennenzulernen, die hier zum Beispiel am Bauernhof arbeiten und hier leben. Das ist natürlich ganz spannend. Ja, der hält. Die Landung muss man auch mitkontrollieren. Ja. Du kannst nicht nur an den Flug denken. So, Dale, dann fliegen wir schön. Mir ist es ganz, ganz wichtig, den Sport in meinem Leben zu haben. Das ist für mich der perfekte Ausgleich zur Musik und perfekte Ergänzung auch, diese Körperlichkeit und auch von der Gedankenwelt in einer anderen Welt ein bisschen zu sein und auch gleichzeitig Inspiration oder Freigeist und Motivation zu sammeln, dann wieder musikalisch tätig zu sein. Das ist natürlich auch keine schlechte Aussicht. Das ist ja Talent, gell? Das kannst du auch nicht lernen. Das kannst du nicht lernen. Das musst komm rein, bitte! Ah! Das kannst du nicht lernen. Das. Fazit. Der Platz ist wunderschön. Das ist wirklich eine kleine Perle. Da kommt man normalerweise nicht so oft dazu natürlich. Golf braucht ja immer so ein bisschen Zeit. Aber ja, hat echt Spaß gemacht. Also war auch sehr herausfordernd, weil der Platz natürlich in dieser wunderbaren Berglandschaft eingebettet ist und dadurch man auch gewisse Höhen und Tiefen nicht nur in seinem Spiel, sondern auch am Golfplatz selbst zu bewerkstelligen hat. Und ja, das Souvenir ist übrig geblieben dann von der Golfrunde. Ah, wunderschön. Wunderschön. Das korrupteste Birdie, was ich je gespielt habe.